In diesem Video filme ich große Steine, öffnet sich eine Schiebetür, fährt altes Blech vorbei, machen wir Atemübungen, sehe ich mysteriöse Gestalten, machen wir fast den Co-Piloten glücklich, filme ich Stoßdämpfer und findet Ralf einen neuen Freund. Guten Morgen, kennt ihr das? Ihr stellt euch eigentlich vor, ihr macht das Rollo hoch, es ist sonnig, blauer Himmel, tolles Wetter, tolle Sicht. Und dann ist es genau das nicht. Ganz genau. So ist das hier. Ich zeige euch das mal. So kann's gehen. Wir hängen hier komplett in den Wolken. Und es ist auch gerade schwer zu sagen, ob die sich und wann die sich verziehen. Das Gute an dem schlechten Wetter ist aber, draußen noch alles ruhig. Keine Tagestouristen, die hier hinströmen. Ich schätze mal, wir haben den Parkplatz vorerst mal weiter für uns. Lassen wir den Morgen also mal gemütlich starten. Ich gehe erst mal die Heizung anmachen. Die stand heute Morgen auf 14 Grad. Momentan haben wir in Zottel 14,9. Ich habe es heute Nacht nicht laufen hören, also weiß nicht genau, was da lief. Aber jetzt stellen wir das Luder mal auf 22 Grad. Pumpen hier Warmluft rein. Gerade eben kurz draußen gewesen. Die anderen Kollegen sind alle schon wach. Wetter tat kurz auf, blauer Himmel über Zottel. Ich habe sogar ein Foto gemacht. Aber jetzt ist wieder alles zu und wir frühstücken erstmal und gucken dann weiter. Das Frühstück wäre bereit für den Abtransport. Reißen wir mal die Tür auf, gucken in den Nebel und laufen rüber zu Ralf. Na, mal sehen, ob uns einer hier reinlässt. Denn ja, Sesam, öffne dich. Guten Morgen. Ja, super, wartet nicht auf mich. Soll ich dir was abnehmen? Komm. Dankeschön, guten Morgen. Ich komme gleich wieder. Boah, noch mal einen Kaffee. Da sitzen wir bei Ralf, nicht bei Rolf, bei Ralf im Auto. Hab dich vorhin schon wieder Rolf genannt. Ich weiß auch nicht, falsch verkabelt. Also zwei essen heute Morgen. Oh verdammt, ich habe meine Nüsse vergessen. Nein! Lauf halt nochmal los. Oh ja, verflucht. Die zwei Minuten können wir jetzt auch noch warten. Ey, wir machen das jetzt hier durch, dann könnt ihr anfangen. Also zwei von uns essen sehr gesund und einer von uns isst lecker. Walliser Schinken, Käse, Brot und Wurst. Das kann nur Manfred sein. Also ihr könnt anfangen. Ich schiebe mir auch schon mal ein bisschen rein in Gurte und hol mir gleich nochmal eine Nuss. Mischung. Ja. Gewinne viel hoch. Ne? Naja, wundert mich bei dem Wetter, dass die da alle losmarschieren. Das ist ja nicht gerade viel Sicht. Wenn die rennen, suchen wir das schön. Wir ja, wissen, was sie machen. Wenn die da, naja, kann sein. Ja. Nicht wärmer geworden. Zu meinem Essverhalten muss ich sagen. Das esse ich am Abend. Esse ich so. Echt? Ja. Boah. Am Mittag warm, am Abend dann ein Müsli oder irgendwas. Hm. Okay. Ich esse am Abend nicht mehr normalerweise viel oder Pasta. Nicht mehr warm. Ich mag das morgens aber auch so. Ich bin da ganz flexibel. Du machst das jetzt heute nur für die Kamera gesund, oder was? Nee, nein, das essen wir. Da sind wir die Richtigen. Essen wir auch häufiger, aber wie gesagt. Falls du ein paar Nüsse durch willst. Ich hab das jetzt nur wegen aus Bequemlichkeit, damit ich nicht erst aufschnitt und gedöns für die zwei Tage. Ja, deswegen esse ich das hauptsächlich auch, weil es einfach. Du brauchst nichts mitnehmen, außer die Pampe und ein paar Nüsse und Kaffee und geht halt brutal schnell. Nichts zu kühlen, meinen Kühlschrank habe ich jetzt ausgemacht. Ist gar nichts drin, habe ich festgestellt. Das Wetter hat sich nicht signifikant verbessert während der Frühstückszeit. Jetzt haben wir erstmal aufgeräumt, sind in die Kästen und jetzt beginnt so ein bisschen das Rahmenprogramm, da das Wetter ja nicht passt zum Mopedfahren. Haben wir uns kurz überlegt, wir organisieren was anderes und haben jetzt kurzfristig eine gesamte Oldtimer-Truppe hier hin organisiert. Leider fahren sie schon wieder ab. Wir wollen weiter. Riesenaufbruchstimmung. Aber ein paar geile Autos mit dabei. Just a moment with you.
Ihr solltet es riechen können. Hey Junge, Junge, jetzt atmet mal alle ganz tief ein. Oh, das ist mal benzingeschwängerte Luft. Alter Falter. Ich glaube, das dauert jetzt erstmal 2 Stunden, ehe sich das verzogen hat. Denn die Wolkendecke deckelt das Ganze natürlich ziemlich. Coole Show, war schön anzusehen und meine Schuhe sind jetzt nass, denn ich bin hier durchs nasse Gras gerannt. Toll. Viele von euch kennen den Steingletscher schon, wissen, wie das hier oben aussieht am Parkplatz. Für die, die es nicht kennen, es ist der Hammer hier. Fantastische Landschaft. Stellt euch die Berge hier einfach richtig hoch vor. Oben Gletscher, weiß, Schnee. Ich hoffe, irgendwann, heute oder morgen, kann ich das noch richtig zeigen. Es ist eine richtig geniale Landschaft hier. Atemberaubend. Wir sind ja nicht gekommen, um hier faul rumzusitzen, Manfred. Deswegen zieht er jetzt auch seine Wanderschuhe an. Ich habe meine schon an. Ralf ist auch parat. Und wir gucken jetzt mal, wo es da lang hingeht. So ein bisschen. Weil Moped fahren ist noch nicht. Tut weiterhin nicht richtig auf. Nieselt leicht. Die Strecken dürften noch feucht und nass sein. Also schieben wir das mal noch auf. Läuft ja nicht weg. Sind noch auf dem Hänger. Können nicht ohne uns. Ich folge mal den fast Einheimischen hier, die schnurstracks auf diese stabile Brücke zulaufen. Und dann gehen wir Samstagswanderer mal in die Berge. Also wir werden jetzt nicht bergsteigen gehen, so wie die Truppe da vor uns, sondern einfach nur hier links so ein bisschen den Berg hoch. Quasi wandern für Warmduscher. Ohne Rucksack, ohne Verpflegung. Hoffentlich geht keine Lawine ab oder Schneesturm oder... Oh mein Gott, ja. Wir sind völlig Hochgebirge. Nicht vorbereitet, ja, im Hochgebirge. Also genau so, wie wir es jetzt machen, solltet ihr nie loslaufen, wenn ihr wirklich wandern geht. Schau, dreh mal die Kamera. Da ist die Ausrüstung. Die tragen doch unsere Ausrüstung, oder wie war das? Wie ihr seht, die Kästen werden schon kleiner, schon enorm viel Weg zurückgelegt. Steht wieder ein Tourist im Weg und macht Bilder. Das sind mir die Liebsten. Warnung, der Weg zur Tierbergli-Hütte kann bei schlechten Verhältnissen gefährlich sein. Ach was, Verheißung. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Heute zur Feier des Tages habe ich doch tatsächlich meine richtigen Bergwanderlatschen angezogen. Die fahre ich im Prinzip seit Dezember mit mir rum. Die waren auch mit in Schottland, ohne Scheiß. Lagen immer unten beim Co-Pilot. Ein paar Mal hatte er sie an. Ist aber nicht rausgegangen vor die Tür, weil er dachte, wird dreckig. Aber jetzt heute ist die Einweihung. Wir kämpfen uns den Berg hoch. Puh, geht gut ordentlich. Hang aufwärts. Und nichts los bei dem Wetter. Ja, hier sind wir jetzt im Parkplatz, wo wir am Steinberggletscher treffen standen. Jetzt steht da das Militär. Ich glaube, das Blaue da links sind Dixie-Klos. Luxuriös untergebracht, die Jungs. Ja, und da stehen wir jetzt. Also unsere Kästen. Wir ziehen hier weiter den Berg hoch. Das Gute ist, wir können uns nicht verlaufen, selbst bei Nebel. Denn zurück geht es eigentlich nur bergab, egal wohin. Da stehen 2 Wanderer. Wer das wohl ist. Sie flüchten vor mir in den Nebel. Wollen nicht erkannt werden. Ghost Hiker. Wer sich hier hochwandert, sollte auch so ein bisschen schwindelfrei sein. Denn es geht linksseitig schon ziemlich den Hang runter. Und ich stehe jetzt hier komplett alleine. Unsere Seilschaft hat sich aufgelöst, weil einer die ganze Zeit am Filmen ist. Wir haben den Permaschnee gefunden. Das ist noch ein altes Schneefeld aus dem letzten Winter. Ralf geht mal probieren, wie es schmeckt. Ralf hat den Schnee gefunden. Und komm, Bub, greif rein, genau. Tja, und schon sind sie wieder bei mir. Auf Händen und Füßen. Allradantrieb macht's möglich. Puh. Subaru 4x4. Da stehen wir und gucken,
in den Nebel. Ja, null Sicht. Nebel irgendwie beeindruckend. Ja, es hat was Mystisches und man könnte sich gerade überall auf der Welt wähnen, so oberhalb von 2500 Meter. Ist schon, hat auch was im Nebel. Wollt ihr auch mal sehen? Also gut. Uns wird es jetzt hier oben ein bisschen zu voll. Da kommt noch eine ganze Gruppe hinter uns her. Wir drehen um, man sieht eh nichts von oben. Und euch erspare ich das Desaster durch den Nebel. Ihr wisst ja, wie es geht. Einmal zwinkern, wir sind bei Zottel. Achtung! Oh, ja, zurückgebeamt, aber irgendwie hat das nicht ganz funktioniert mit der Location. Zottel steht noch ein ganzes Stück weg. Müssen wir doch noch laufen. Der denkt sich auch, springen die. Scheiß Touristen. Der Star des Tages ist auch eingetroffen. Ein Frosch. Springst du dich gleich an? Ja, es ist kein Frosch, ich weiß. Manfred, was ist es? Eine Steinkröte. Manfred sagt, es ist eine Steinkröte. Und wenn Manfred das sagt, dann stimmt das. Steingletscherkröte. Geht doch alles aufrecht. Das ist beruhigend, dass noch alles aufrecht steht. Die Bikes sind gut mitgekommen. Die Bikes sind ausgeladen, stehen jetzt hier auf dem Parkplatz, hat alles wunderbar geklappt. Und jetzt hole ich mal noch einen vierten Mann. Da wollen wir mal gucken, da was funktioniert. Co-Pilot, aufwachen! Geht los! Gott, der liegt immer noch hinten und pennt. Co-Pilot, aufstehen! Puh, da muss ich wohl aktiv werden. Der Punkt ist ja, wenn wir Moped fahren gehen, der Co-Pilot will ums Verrecken mit. Braucht natürlich einen Helm. Und Ralf hat jetzt mal noch einen Helm mitgebracht. Aber also ich halt bin mir da nicht sicher, ob das klappt. So, Co-Pilot, so, Ohren anlegen. Steig mal ein hier. Oh. Gar nicht mal so schlecht. Ja, aber nicht so drücken. Gar nicht mal so schlecht. Schau mal. Also, das passt. Co-Pilot kann dann mit. Dann können wir noch auf cool machen. der kann mit. Das passt doch wie gemacht. Nur. Ich weiß nur nicht, ob er seinen Kopf halten kann mit dem Gewicht. Er braucht halt noch eine Nackenkrause. Ja, aber jetzt können wir mal Probe sitzen. Komm, Kai, setz dich mal. Nimm ihn mal zu dir. Setz dich auf dein Motorrad. Hast du? Ich hab ihn, ja. Ich mach mal die Platten runter. Aber was ich gut finde, der fremdelt überhaupt nicht. Nö, der ist da. Also, ist ja Hauptsache, er steht im Mittelpunkt. Mal Probe sitzen. Setz ihn mal hinten drauf. Hopp. Ja. Kommt da mit den Füßen auf die Fußrasten? Das ist das Problem und das ist Gesetz. Der Shit. Beifahrer muss die Füße auf die Fußrasten setzen können. Ah, Mann. Ah, du, das tut mir jetzt aber leid. Das ist aber jetzt doof, hä? Das ist jetzt saudoof. Tja, dann. Muss er hier bleiben? Muss er wohl, ja. Echt schade. Ja. Bei dem schönen Helm. Müssen wir wieder machen, hä? Ei. Leicht verdrückt. Schon wieder. Tja, Co-Pilot, also. Das war nix. Ich muss hier bleiben. Sorry. Wir haben alles gegeben. Ja, wir haben es versucht. Ja, nachdem das mit dem Moped nix wird, erstmal, müssen wir warten, haben wir gedacht, machen wir was Sinnvolles. Und Essen ist immer sinnvoll. Deswegen hole ich jetzt meinen Tisch raus. Da kommt Kuchen auf den Tisch, ein Kaffee. Und dann gibt es nach der Wanderung, die wir jetzt gemacht hatten, was zu essen. Ich habe mal kurz die Kamera gewechselt, filme jetzt mit meiner GoPro Hero 7, habe mir dafür ein Gehäuse gekauft, dass ich auch mein Mikro oben hin klemmen kann. Allerdings nur ohne Puschel, weil mit Puschel ist der Puschel im Bild. Darum geht es jetzt aber nicht, denn hier gibt es Kastenkuchen für Kastenwagenfahrer. Und der kommt von wem? Von meiner lieben Frau Gertrud. Ja. Yeah. Da sie das irgendwann sehen wird, dieses Video, bedanken wir uns bei ihr. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir werden uns den jetzt richtig schmecken lassen. Nach unserer Riesenwanderung haben wir uns den sowas von verdient. Dann schneid mal an, Ralf. Voilà. Das werden wir jetzt ja mal kastenmäßig zuschneiden. So, wir probieren jetzt mal und gucken, was der Kuchen kann hier.
auf dem Steingletscher. Parkplatz. Da ist die gefallen. Oh ja. Kann was. Sehr lecker. Vielen Dank. Tja, Co-Pilot, es tut mir leid. Du musst leider hier bleiben. Unser Eins geht jetzt Moped fahren. Liegt alles parat, Helm, GoPro ist alles montiert. Wir können starten. Gut auf dem Berg angekommen, Grimselpass, angenehm zu fahren, wenig los jetzt gegen späteren Nachmittag. Ja, und das Wetter hier auch ziemlich bombig für Ende September. Ja, und hier der See zeigt auch keinerlei schwimmende Eisberge mehr, alles aufgetaut. Fertig für den nächsten Winter, könnte man fast sagen. Und Ralf hat gleich mal einen neuen Freund gefunden hier, der graue Kleine. Also ein Schweizer, guck. Ja. Italiener. Ein Schweizer Halsband, ja. Unschwer zu erkennen, stehen hier auch ein paar Camper rum. Das kostet hier oben allerdings pro Nacht 10 Franken. Und wenn ich nicht ganz komplett falsch liege, sind diese Franken hier hinten im Restaurant zu bezahlen. Wir sind ja nicht hier zum dumm rumstehen, sondern zum Moped fahren. Und dann geht das jetzt mal weiter, weil es wird nicht wärmer heute. Just one thing you should know.
und laufen rüber zu Rolf. Und laufen rüber zu Ralf. Warnung, der Weg zu dir. Nochmal. Rolf geht mal probieren. Nein. Ralf geht mal probieren. Ich bin eigentlich komplett spinnend. Warte mal, ich brauche noch ein Bild von ihm. Ja, genau, halt. Oh Gott, armer Go-Pilot. Gut. Ja, nochmal ein kleiner Test. Jetzt mit aufgesetztem Puschel, neuem Stativ und der GoPro Hero 7. Bildqualität. Wie ist die Schärfe hinten raus? frames/s. Wasserflasche im Weg. Kopf. Ja, Fall um. Gleicher Test nochmal mit nicht mehr Lineareinstellung, sondern auf Weitwinkel. Wie ist jetzt der Hintergrund? Wie scharf? Wie unscharf? Bild besser? Ralf ist auch noch hier.